Ja, du musst auch was sagen, ne? Ja, moin Leute! Herzlich willkommen hier. Neues Video. Oh, schön auf den Sonntag, so. Herrlich, die Sonne scheint. Heute Morgen hat es ein bisschen gefroren. Gestern wollten wir das eigentlich schon machen, aber ja, gestern ging das nicht. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Auf Deutsch gesagt, war Pisswetter war das. Und was wollen wir eigentlich machen? Wir haben ja noch gar nichts gesagt. Vielleicht kann man das aus dem Titel schon lesen, worum es geht. Wir haben nämlich eine ganz besondere Maschine gekriegt. Ein Fahrer? Ja, oder ein Deutz kann man auch sagen. Ich glaube, Deutz-Fahrer heißt er. Genau. Und es gibt 3 Stück nur momentan. Ja. Er ist noch nicht in Serie. Wir sollen ihn testen. Da wollen wir auch noch mal ein schönes Dankeschön an Felix Rummler. Genau, dass wir die Maschine von Deutz-Fahrer zur Verfügung gekriegt haben. Ja, in diesem Video soll es jetzt darum gehen, wir erklären euch mal ein bisschen den Träger, zeigen euch mal ein bisschen was grob. Und dann werden wir immer in einzelnen Videos was zur Lenkung speziell sagen. Ihr seht schon, wir sind hier am Löcherbohren. Da wird es auch ein separates Video geben. Und so werden wir da durchgehen. Jetzt. Ich würde sagen, Petra, du drehst dich einmal eben, dass wir beim Träger stehen. Genau. Dann fangen wir hier mal so ein bisschen an. Hinten. Ich will mich ja nicht davor stellen. Heute Morgen erstmal, damit ich das überhaupt nicht vergesse, da sagte Michi zu mir, du, der Scheibenwischer, der ist doch richtig toll angeordnet. Viele Mitbewerber haben hier den Motor sitzen und dann so. Und dies finde ich genial. Du hast den Kasten da oben nicht, du stößt dir den Kopf da nicht dran. Echt gut. Ja. Ja, wir können jetzt erstmal anfangen. Es gibt den ganzen Träger 2 Dreizylinder-Modelle. Das heißt, ab 88 PS bis 115. 115, offiziell 113. Wir haben dann, also was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben 2 Dreizylinder-Modelle. Einen mit 88 PS und einen mit 97 PS. 97. Er hat sich das gut gemerkt. Ja. Und du ist so. Dann haben wir noch 3 Modelle als im Vierzylinderbereich, dann haben wir einmal den 5090 mit 88 PS, dann kommt 102, der 50-100, nee, also 51-00 heißt der, und dann den 5115, den wir hier haben mit 113 PS und 435 Newtonmeter Drehmoment. Ja, schon. Der kann schon was. Der kann schon was. Wir haben hier eine Ölleistung von 100 Liter für die Steuerventile und haben dann noch eine separate Ölleistung von 42 Liter für die Lenkung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dieser hier noch mehr an Bord hat wegen der Allradlenkung. Das könnte ja sein, dass der da noch mehr kann. Ja. Würde ich sagen, du erzählst mal speziell eben, was der Träger überhaupt kann. Was ist denn besonders an dem? Wir haben ja Anfang des Jahres schon das Modell einmal gehabt. Das Besondere an diesem Träger ist, dass er Hundelenkung hat. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, du kannst das hinten einstellen, ob du im Hundegang fahren willst oder im Krabbenmodus. Du musst zur Kamera reden, die sehe ich gar nicht. Und da hat mich hier auch schon schöne Videos zugemacht, wie der Lenkeinschlag ist. Du bist natürlich extrem wendig. Ne? Wir können jetzt von dieser Gasse in die nächste so reinfahren. Das ist echt klasse und ist sehr bodenschonend. Das radiert nicht, das Rad. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn er hinten mitlenkt. Und wir haben da verschiedene Modusse. Da wird Michi auch noch auf eingehen. Ich würde sagen, wenn wir richtig ins Detail gehen, dann machen wir ein separates Video, weil das ist wirklich umfangreich und wie man. Ja, das soll ja auch knackig bleiben hier. Ja. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne. Hinten können wir uns hier 5 doppelwirkende Steuerventile ausstatten. Er hat hier also die Vollausstattung und einen freien Rücklauf, wen das interessiert. Vorne haben wir hier nicht die Vollausstattung. Wir haben vorne hier nur 2 doppelwirkende, aber da geht auch 6 doppelwirkende, ein einfachwirkendes und 2 drucklose Rückläufe. Die kann man sich ausstatten. Was ich bei diesem Modell schön finde, wir haben den anderen ja auch schon gehabt, dieser hat 28er Räder drauf. Das Heck ist wirklich gelungen. Das mache ich leiden, die ganze Optik mit der Kabine und alles. Beim anderen ist das noch weiter runtergezogen. Ne? Ja. Aber das ist Geschmackssache von jedem selbst. Wo du das gerade sagst mit den Reifengrößen, wir starten in der, wie heißen die Serien jetzt? Ich muss mir das selber, nicht, dass ich das falsch habe. DV. Wir haben einmal 3 Modelle, den DV, DS und den DF. Der DV startet bei 1077 mm, der DS bei 1246 mm und der DF startet bei 1,44 m. Genau. 1,44 m, das ist für einen Obstbau, für Kulturen, die das ein bisschen weiter haben, ist das schon toll. Denn diesen Schlepper, wenn ihr den fahrt, man merkt, dass er wankt nicht ganz so, er steht richtig fest auf den Beinen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das eben schon gesagt hast, wir haben hier 1,60 m Außenbreite. Die Allradlenkung gibt es aber auch in 1,44 m. 1,44 m, das ist der schmale. Wir haben Verstellfelgen drauf, da kann man auch noch mit kaschieren. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zur Seite. Zur Seite. Hier sieht man nochmal die Bedienung. Das hat er auch. Klappwelle und hoch und runter. Ja, was man sagen muss, wir haben hier eine schöne tiefe Haube. Nicht so einen bulligen Kram, wie andere Mitbewerber haben. Ja. Das ist wirklich schön gehalten. Wo du das gerade sagst, du freust dich, wenn du hier zwischen noch vernünftig durchgucken kannst. Ob du dein Mulcher jetzt dran hast oder egal was. Ne? Das ist schon richtig toll.
Ja, weiß ich auch nicht. Wollen wir die Haube mal aufmachen? Dann kann man da mal reingucken. Wir haben jetzt ja hier die neuen Vorschriften, dass das alles abgeschlossen sein muss. Wie hast du das jetzt gemacht? Mir ich kann das auch nicht machen. Ja, mach du das mal. Ich nehme einfach hier einen Gegenstand. Ich gehe mal eben auf der anderen Seite. Was hat er mit seinem Schlüsselbund gemacht? Ich nehme einfach einen Gegenstand, drücken ihn hier rein und dann ist die Haube auch auf. Ja, das Paket ist, wenn man mal da mal hinfilmt. Farmotion. Farmotion, Modellen. Die PS-Klassen haben wir eben euch schon einmal erklärt. Und eigentlich auch übersichtlich, man kann alles erreichen. Was wir dazu sagen können, du hast 20 Liter weniger an Bord, wenn du die Front und ja die ganze Fronteinheit von der Fronthydraulik und Frontsabwelle hast. Das muss irgendwo hingebaut werden, das ist denn so. Dann hast du 65 Liter Tankinhalt und sonst 85. Ja, ist so. Aber ich denke mal, dass das auch schon ausreichend ist. Wenn man den Motor so sieht jetzt hier, wie er angeordnet ist, ist es selbsterklärend. Luftfilter hier vorne, schönes Seitenblech hier, was man auspusten kann vom Kühler. Na, gerade wenn viel durch die Gegend fliegt oder du hast ein Frontgerät, Frontmulcher, man kommt da super ran. Die Haube geht weit genug auf, sodass man überall das gut ersichtlich ist. Die Seitenbleche kannst du auch noch abmontieren, falls du ihn mal ganz mit Luft auspusten willst. Ja, würde ich sagen, das war es eigentlich mit dem Motor. Machen wir die Haube mal vorsichtig zu, so ist sie wieder abgeschlossen. Und die ist auch zu, ne? Beim Brunnen. Ja, und wenn du denn mal eine Schnellbetankung machen willst, magnetisch. Ist sogar mit Magnet, dass der nicht, wenn der Träger mal hüpft, ne? Haben sie schon gut gedacht. Ich komme hier auch ran, kann den losmachen, ist sogar ein abschließbarer Tankdeckel drauf. Kannst du auch mal reinfilmen, wer das sehen möchte. Ja. Ja, was man auch wieder sagen muss, er guckt wieder schön Pisse rein. Das kann man nicht anders sagen, der Blick ist doch schön. Er guckt nicht zu freundlich, aber auch nicht zu böse. Also wir mögen das leiden. Sieht echt gelungen aus, wenn man das so sagen kann. Was ich auf diesem DF-Modell auch leiden macht, dass die Kabine die Breite hat wie von den schmalen. Die Proportion mit Reifen, mit Haube, der Träger, der sieht so aus, na, als wenn den einer aus Herzblut gezeichnet hat. Wirklich, er steht gut das da. Das ist natürlich immer noch wieder eine Geschmacksfrage. Das ist eine Geschmacksfrage. Wenn man mal hier mal eben hinfilmt, da haben wir noch gar nicht erwähnt, der ganze Träger hat vorne eine Einzelradaufhängung. Und wenn ihr euch hier mal den Lenkzylinder anguckt, das ist ja schon ein massives Ding. Das ist schon eine Ansage. Und was ne? bringt das? Das bringt mehr Fahrkomfort. Man hat echt, wirklich kann man sagen, wenn du da mit 40, 43 läuft er auch, auf der Straße fährst, der liegt echt richtig ruhig. Ne? Ja. Und was man, wo du gerade das mit den 40, 43, dieser drosselt sich auch reell mit den 28er Rädern. Er macht 1650, 1650 Umdrehungen, 1800 so. Ne? 1800 macht er, so wie die Mitbewerber. Aber das ist schon mal in Ordnung. Er bleibt unter die 2000 Touren und dann bist du im sparsamen Bereich. Geht auch nur, meine ich, so ist mein Wissensstand mit den 28er. Mit den 24er ist er auf Volldrehzahl. Ja, 2000. Ist so. Ja, hier an der Seite haben wir denn die Hydraulikanschlüsse. Da kann man natürlich noch wesentlich mehr rankriegen. Das ist Option, was man noch in Mittelanbau alles so rankriegen kann. Hatte ich am Anfang erwähnt. Man kann vorne 6 doppelwirkende Steuergeräte kriegen. Dann hat man hier so eine richtige Batterie setzen. Wo man die Anschlüsse auch richtig schön einstecken kann. Ja. Und dieser hat auch schon 2 drucklose Rückläufe hier an Bord mit. Den roten willst du den auch noch eben erklären? Den roten? Und den Schalter. Achso, hier, Batterietrennschalter ist jetzt auch Pflicht. Macht auch Sinn, so wie bei unserem LKW haben wir es ganz oft, der zieht sich selber leer. Also ist es schön, wenn man jetzt im Winter in der Winterruhe geht, drehst ihn eben um, alles ist tot. Alles ist tot. Ist top, ne? Ist top, ist gut gemacht. Wirklich. Ich würde sagen, Mama, kommt mal von der anderen Seite, dass wir in der Kabine auch noch mal einen Blick reinwerfen können. So, jetzt habt ihr euren ersten Blick in die Kabine mal. Mama sitzt drauf. Wir haben ja jetzt auch gedacht, müssen wir den Träger jetzt richtig polieren, aber man will ihn doch auch bei einer Arbeit sehen. Ne? Im Einsatz und alles und ist einfach so. Ne? Was ich total schön finde, Petra, kannst du hier vorne mal eben rauftreten auf dem mit dem Fuß und du kannst hier das Lenkrad so richtig schön ranholen. Ne? Lass mal los noch, wieder. Wenn Mama jetzt los ist, bleibt es stehen. Wenn wir jetzt hier noch drehen, können wir die Höhe noch regulieren. Ne? Ja. So stellen wir es wieder fest. Und hier vorne habt ihr euer Kombi-Instrument. Ihr könnt hier alles einsehen. Ihr habt hier eine Schlupfregelung. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt schon annimmt. Mir sagte nämlich einer, das geht über GPS oder über so einen Sensor. Mhm. Da kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Das werden wir noch rausfinden. Unser Kenntnisstand ist, dass dieser Träger noch kein AdBlue hat. Also wir haben jetzt zum Befüllen nichts gefunden. Er hat zwar die Anzeige drin, ich denke mal, dass das standardmäßig alles drin ist. Ja, wir haben hier die Bedieneinheit, schön übersichtlich. Da wird es ein separates Video geben. Von Haus aus noch hier ein Handyhalter. Ist auch wirklich gut. Ihr habt hier 2 USB-Anschlüsse noch gleich parat. Also das ist wirklich top gelungen, dass man... Auch wenn ihr das anfasst hier in der Kabine, auch die Armaturen alles, es ist sehr hochwertig verbaut worden. Auch den Joystick, wenn man den anfasst und die Steuergeräte hier. Das finde ich schon...
Das ist schon hochwertig. Ja, das muss man wirklich sagen. Du kommst überall ran und wenn Mama jetzt mal ein bisschen mit dem Sitz wippt, dann seht ihr auch, der ist auf Papa eingestellt. Der ist auf mein Gewicht eingestellt. Wir lassen mal ein bisschen Luft raus. Ja. So, jetzt seht ihr auch, es kommt alles mit. Ihr kommt überall ran, ihr könnt hier eure EAR schön einstellen. Habt dann hier einmal eine Bedienung dafür, aber auch hier vorne. Also ihr müsst jetzt nicht immer nach da hinten greifen. Also das ist wirklich übersichtlich gehalten. Ihr kommt überall ran. Auch hier wird es ein separates Video geben, weil es wirklich sehr umfangreich ist von der Bedienung her. Ja, was wir noch eben ansprechen wollen, ist die Ganztüren, dass die ganze Front an der Seite... Ganzglastüren. Die Ganztüren. Ja, die Ganztüren. Du hast einen schönen Durchblick. Du kommst mit dem Hintern noch besser rum beim Aufsteigen. Viele Mitbewerber haben das schon so. Ich finde auch den Tritt da beim Runtergehen, das ist auch in Ordnung. Man kommt gut raus und rein. Der ebene Boden. Also das ist wirklich schön. Ja, der ebene Boden. Und es ist auch richtig massiv hier alles gebaut. Ne? Was auch gut ist, was wir gestern entdeckt haben, du kannst diese ganze Einheit rausziehen und dann kommst du auch, falls du mal ein Kabel legen willst, das kann ja mitunter mal sein, kommst du wirklich gut ran, auch auf der anderen Seite. Also das ist wirklich gut gebaut, das rastet jetzt so ein und sitzt wieder fest. Und sitzt ne? fest, ja. Das ist wirklich durchdacht auch, da hat einer mitgedacht. Ja. Ja, hier haben wir schon die neuen Spiegel dran. Die ist hier jetzt unten. Auch Pflicht, Weitwinkel mit an Bord zu haben. Ja. Auch schön zum Wegklappen und alles. Ich würde sagen, als Einstiegsvideo war das doch schon gar nicht schlecht, oder? Das war okay, du. Die Serie wird kommen jetzt, auf euch zukommen. Es wird viele Videos geben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal so eine Pornparty. Ne? Ja, mit richtig geile Musik, damit ihr den nochmal so richtig genau. damit man in die das auch Fresse mal so kommt. Ja, so richtig spüren kann, ja. ne? So machen wir das. Ich denke mal, wir würden die Chance nutzen, hier Papa am Bohren, dass wir hier auch gleich das Ganze aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne, viel Spaß bei der Serie. Wir werden auch Spaß haben. Wenn ihr wenn ihr Fragen habt, einfach unter das Video. Und wir haben den Träger jetzt auch noch eine Weile, also dann könnten wir das auch noch rausfinden für euch. Dass, auf jeden Fall. Ja, wir vielleicht eure Fragen auch beantworten können, ne? Ja. Was guckst du so in der Kamera? Habe ich hier irgendwas? Nein, nein. Okay. In diesem Sinne, habt euch wohl. Bis dann. Ciao. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole That's crowd right. We lose control now, y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe to find out who you wanna be. I'm not afraid to
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it.